kleine Quizfrage am Anfang des Videos. Was glaubst du, wird das für ein Motiv? Kleiner Funny Fact, ist es sozusagen eine Fusion aus zwei Charakteren? Nicht ganz. Sozusagen ein Charakter cosplayt einen anderen. Und naja, der ist durch gewisse Momente beim Zocken entstanden. Ja. Aber wenn du es nicht erkennst, macht er keinen Kopf, Schatz. Es ist alles Dutti. Die Idee dahinter ist einfach nur absolut dumm und beim dumm Rumlabern während des Zockens entstanden. Aber ich kann ja auch ein paar Videos hier kurz reindroppen, wie es entstanden ist. Also Achtung, Mini-Schleichwerbung für meine Twitchy-Streams. Aber Akira hat halt natürlich schon ihre Facecam an. Und ich war halt ohne, mich hat man nur gehört. Weil sie saß dann wirklich so gefühlt wie Standbild mit offenem Mund vor dem Fernseher, wo uns klar wurde, wer mit wem gerade bumst. Da warst du sehr schnell tot. Ja, die Symmetra dachte sich so, nope. Und da konnte ich auch nicht viel gegen anheilen. Nee, alles gut. Warte, warte, Buttersocke war doch von Sam Aikali, ne? Best Girl, Alter. Au, au. Ja, Symmetra hat den Schüler getötet. Ach nee, Nee, das war die war das nicht. Diva? Okay, lol. Nee, gib nur den Clip, wo ich meiner Puppe unter den Rock schaue. Haha. Fuck you, Tracer. Dankeschön. Ich geb's nicht. Ich versuch's. Ich geb's nicht. Alabacta! Los! Komm schon! Frechheit siegt! Und fliegt! Au! Stopp! Stopp! Du kannst gerade nicht geheilt werden! Stopp, Bastard! Stopp! Geh sterben! Hab nicht, Danke! hab nicht. Stopp! Stirb! Oh mein Gott. Flieg und Sieg! Sailor Moon für Arme. Komm mit. Warte, wo bist du hin? Ach, Jetzt. da. Hier, Mercy lebt. Hab die Fick dich, Geräte. Sinn. Schön den Sinn immer die Granate in die Fresse knallen, Leute. Der macht eh nie seinen Job. Der ist DD, nicht Healer. Der spielt jedes verfickte Mal DD. Ich sag doch. Hey, da bist du ja wieder. Ich sag doch, die Mercy liebt mich, Alter. Lol, Hey, Ult. Teufel. Wie geht's dir? Oh, nice. Ich hab wieder... Ich. Oh Gott. Oh Gott. Hätte den Lucian nicht ein bisschen früher killen können. Nee, tut mir leid. Ey, ich glaube, die hassen mich teilweise einfach nur, weil die Mörse mich jedes verfickte Mal wiederbelebt. Jedes Mal!
Flieg und... Sieg! Oh, Team Girl. Wie geht's dir, Teufel? Wir haben unseren Spaß und bauen Scheiße. Ups, da war ich tot. Und da werd ich wiederbelebt. Die Runde war auch lustig. Ich hab Goldschild. Wow. Nimmst du schon auf, System? Fragezeichen? Ich glaube, das war gerade weiter. Also ich glaube, das nimmt schon auf. Okay, sehr schön. Damit fangen wir weird an. Ich würde sagen, zurück zum Bild. Aber warte, wir waren ja gerade eben kurz bei Twitchy. Kleiner Funny Fact. Ihr könnt euch stalken, alias meinen Stream im Hintergrund laufen lassen oder meinetwegen auch aktiv gucken oder mir eine richtig große Freude machen wollen und einfach chatten immer wieder. Könnt ihr übrigens auch euch freie Bilder erstalken, weil ihr müsst nicht chatten oder so. Es muss halt einfach nur der Stream im Hintergrund offen sein. Dann müsst ihr halt immer wieder dran denken, euer Paketchen abzuholen, was ich glaube alle 15 Minuten ploppt. Und dann kriegt ihr, wenn ihr lang genug guckt, ich glaube nach 5 oder 6 Stunden das erste Mal, einen 100-fachen Boni dafür, dass ihr fleißig stalkt. Und dadurch könnt ihr euch halt Illus freischalten. Kostenlos. Wie zum Beispiel jetzt dieses Beispiel, was ihr gerade seht. Aber wichtige Note dazu. A, wenn ihr das Original haben wollt, wenn ich 3 mache, es muss direkt angesagt werden. Und B, ich will dann Obolus für den Versand, weil wenn ich bei allen kostenlos mache, werde ich arm. Aber ansonsten mache ich gerne eine Freude mit einem Bild. Und wenn ihr mich leihen lassen wollt, dann sagt ihr, das soll digital passieren. Dauert gefühlt 5 Jahrhunderte. Und dann kann ich wiederum aber die Datei kostenlos per E-Mail schicken. Aber wenn man Tradi will und das Original, würde ich einen Obolus haben wollen. Ob man jetzt nun, keine Ahnung, Gift-Subs dafür droppt oder einfach sagt, keine Ahnung, schick dir einen Fufi über Konto, ist mir egal. Aber es wäre halt einfach viel zu teuer auf dauerhaft zu sagen, ich scheiße auf den Versand, nehme mich selber am Arsch, my friendos, I'm sorry. Aber ansonsten mache ich euch liebend gerne Freude. Sei es ein Fanart, wie jetzt zum Beispiel dieser Videospielcharakter oder euer eigener OC. Oder ihr sagt, ihr wollt einen Freund eine Freude machen und sagt, zeig mir bitte den OC von, keine Ahnung, Kumpel XY. Alles möglich. Aber, meine Fresse. zurück zum Bildchen, was ich schon seit 2 Minuten machen wollte. Egal. Also, sie haben ja gerade eben den wunderschönen, wenn man es so nennen kann, Highlight-Aufnahme gesehen von dem Stream, wo ich halt mit einem Kumpel gezockt habe und ich habe halt, wie sie gesehen haben, Junkrat gemacht und eine immer wieder kleine Sailor Moon-Referenzen bei der Ult gemacht, weil ich war einfach pissed den Tag. Ich war so genervt von einem Kumpel, also von einem anderen, nicht mit dem ich gezockt habe. Wohlgemerkt, er war vorher kurz da und hat sich dann wieder verpisst, aber okay. Deswegen ich mir dachte, fuck off, du bist jetzt einfach Junkie, der gefühlt der nervigste Charakter, fast nervigste Charakter im gesamten Game ist. Genji und Tracer, finde ich, sind immer noch schlimmer. Das Ding ist halt nur, Junkrat kannst du relativ einfach erlernen, also da kannst du deutlich schneller Schaden machen, als mit Genji oder Tracer, weil da, die musst du können. Und insbesondere Genji und Doomfist. Oh mein Gott, Doomfist ist der schlimmste Charakter, den du haben kannst als Gegner. Vor allen Dingen, wenn die Leute wissen, wie sie ihn spielen müssen. Dann ist er keine OP. Aber nur ein bisschen. YOLO. Aber jetzt wirklich mal zum Bild. Also. Falls Sie Junkrat nicht kennen, / das Overwatch-Universum. Wie würde man Junkie beschreiben? Also ein gut gelaunter, kleiner Psychopath.
der gern Sachen in die Luft sprengt. Wenn ich ein Vorbild wäre, / so tun wollen würde, als wäre ich eins, könnte ich jetzt googeln, was seine Story ist, aber ich bin dafür zu faul. Aber Sie sehen, er hat Prothesen. Fragt mich nicht, wie die zustande kamen. Aber er schmeißt halt auch die ganze Zeit mit Bomben um sich und Explosionen sind auch geil und Minen und hast du nicht gesehen. Also Explosion-Hintergrund hinter ihm. Aber ich muss sagen, ich bin nicht so zufrieden. Also, ja, man erkennt, dass es eine Explosion sein soll, okay. Aber die ist halt nicht so, wow, sondern halt so, okay, ich verstehe, was du versucht hast. Weißt du, am allerliebsten wäre es mir gewesen, ich hätte die Explosion auch so herzförmig gemacht, so als ultimative Sailor Moon-Anspielung, aber dafür bin ich nicht skilled genug. Also ich habe nicht mal den scheiß Kackball hinbekommen. Das ist alles noch zu weich, da fehlen die harten Kanten, damit du besser dieses siehst, aber ich muss das üben. Das ist okay. Ich muss auch noch einen Grund haben, weiter zu zeichnen, ne? Und dann natürlich noch ein paar Bümmchen, weil Bomben sind sein Life und Explosionen und überhaupt. Und dann dieser wunderschöne Suit. Ich hätte ihn auch so, ich sag jetzt mal, ganz lassen können, aber das wäre halt nicht Junkie gewesen und so eine Komplett-Kopie-Welt auch gewesen. Er ist halt ein kleiner Chaot und zersprengt gerne Sachen. Da gehen auch Sachen kaputt. Der ist selber kaputt. Also musste das Outfit auch zu fett sein, damit es authentisch ist. Und ich hatte auch überlegt, verpasst du mir jetzt die Stiefel oder nicht? Aber ich weiß nicht. Ich wollte so, man sollte auf der einen Seite erkennen, dass es eine Sailor Moon-Anspielung ist, aber es sollte jetzt auch nicht einfach nur reingepresst werden. Es sollte immer noch Junkie in his life sein. Und naja, er macht halt gern Put-Put und Kaboom-Boom und überhaupt. Ich hasse es. Also, ich weiß nicht, irgendwie bin ich derzeit andauernd in einer Daumenphase. Mal ist es schlimmer. Dann glimmt es langsam ab. Dann denke ich, ich bin wieder auf einem guten Weg. Und dann kommt wieder ein Scheiß, der mich runterzieht. Ich hasse es. Also, wer auch immer noch meine Videos guckt, wirklich vielen lieben Dank. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich wenigstens einmal im Monat ein verficktes Video rausschaffe. Ich glaube, das Video ist jetzt auch schon wieder zu dem davor, Minimum 2 Monate her. Das ist traurig. Weißt du, ich würde gern wenigstens einmal im Monat ein scheiß Video bringen, aber nicht mehr das kriege ich auf die Kette. Ich bin gerade einfach allgemein mit meinen Gedanken überfordert, weil andauernd irgendein anderer Trigger kommt, der wieder die Erinnerung von der Vergangenheit hochwirft. Und dann bist du in diesem Sog der Erinnerung und in dieser ich habe keine Lust, irgendwas zu tun Stimmung. Ich hasse es. I don't want that cheat. Und ich weiß, ich bin mental zu zugestopft, wenn ich nicht dazu komme, regelmäßig zu zeichnen. Und das tue ich nicht. Das Bild ist jetzt inzwischen Minimum 1 Monat alt, wenn nicht noch länger. Und ich habe jetzt auch in den letzten Wochen, ich habe vor 3 Wochen habe ich ein neues Fanart gemacht, ein Gruppenbild sogar, im Stream. Zumindest das Lineart habe ich den Tag geschafft. Dann die Woche drauf wollte ich collern, aber nach 2 Stunden habe ich auch den Stream beendet und auch das Bild erstmal beiseite gelegt, weil ich kann mich derzeit nicht ordentlich konzentrieren. Alter, ich hoffe, das geht bald wieder vorbei. Ich hasse es. Eigentlich war ja mal Zeichnen, mein Ventil, um den Kopf freizukriegen, mal wieder entspannt zu werden, aber ich habe derzeit einfach zu viele Gedanken, auf dass ich mich richtig entspannen könnte. Und ich könnte einfach nur kotzen. Es ist gerade einfach nur totaler Hass. Ich bin gerade wieder in der Phase, wo ich nicht weiß, ob ich jetzt versuchen sollte, mich durch andere Aktive abzulenken, weil es gibt ja warum auch immer ein paar Wesen, die mit mir Gesellschaft haben wollen. Ganz ehrlich, ich finde mich selber so fucking anstrengend. Ich verstehe es nicht. Oder ob ich mir jetzt lieber mal zurückziehen sollte und zur Ruhe kommen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache es dadurch schlimmer, aber ich habe jetzt halt gerade jetzt auch wieder sehr, sehr schnell das Gefühl, ich gehe den Leuten auf den Pisser und überhaupt und ich hasse Gefühle. Amazon, nimm den Piss zurück, Alter. Fuck it. Und dann ist halt einer der Triggerpunkte ist halt immer dieses On-Off mit meinen Stunden, weil wir haben jetzt logischerweise auch kein Kurzarbeitergeld mehr seit Wochen. Das krieg ich schon seit Monaten. Ja, seit Juli.
Und deswegen muss ich natürlich gucken, dass ich irgendwie mal auf meine 8 am Tag komme, schrägstrich die 40 die Woche. Aber es sieht derzeit einfach so schlecht aus. So dumm es sich auch anhört, ich weiß, ich werde kotzen, wenn wir wieder die Zeiten haben, wo wir uns vor Überstunden nicht retten können, aber ich vermisse es, weil es ist einfach nur so belastend, die ganze Zeit auf die verfickte Uhr zu starren, bis endlich mal die 8 Stunden rum sind oder du versuchst, eine Stunde reinzubekommen, um die andere Minusstunden den Tag davor auszugleichen oder so. Ich will das nicht mehr. Ich will wirklich einfach nur arbeiten, bis ich fertig bin und tschüss und mir nicht mehr in den Kopf zu machen, habe ich jetzt genug Stunden, schrägstrich genug Geld Ende des Monats. Es ist widerlich. Und ich will logischerweise halt auch nicht die Leute auf Twitch nerven wegen droppt mal was, weil, bäh. Ich will eigentlich mit meinen Streams und auch hier mit den Videos so die Leute ablenken, denen Freude geben, dass man einfach mal seine Scheiße vergisst und eine schöne Zeit hat. Wenn was rumkommt, freue ich mich, aber ich will nicht darauf angewiesen sein. Bisher habe ich es auch die letzten Monate geschafft, dass ich genug Stunden habe, Gott sei Dank. Aber ihr seht, ich schreie euch geradezu mit meinem Scheiß. Ah, ich hoffe auf jeden Fall, bei euch läuft es besser und ich hoffe beim nächsten Video. Ich habe schon noch mal wieder ein bisschen Motivation zu bringen. Aha. Aber was mir auch gerade einfällt, für die Zeichner unter euch, also erstmal grundsätzlich Dank an jeden, der das guckt und auch meine Twitchy-Leute, die mich aushalten, egal wie ich drauf bin. Aber an die Zeichner unter euch, hast du es auch, wie du passt, Videospielcharaktere zu zeichnen? Alter, du findest einfach keine gescheiten Referenzen. Selbst wenn du so ein 3D-Modell hast in verschiedenen Ansichten, es wird immer ein wichtiges Detail versteckt. Zum Beispiel bei Junkie, ich weiß nicht, wo seine fucking Prothese anfängt vom Bein. Ich habe das jetzt einfach geraten, weil die Hose halt rüber geht. Du siehst nicht genau diesen Übergang von Beinstumpen oder so zur Prothese und haha. Und dann ist es teilweise so in den Games, dass du je nach Lichtsituation gefühlt einen anderen Farbskin auf einmal hast, obwohl es eigentlich immer noch derselbe ist. Ah, hate my life. Und ansonsten, ja. Ich habe aber auch überlegt, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich so schnell meine Downphase rumkriege. Ob ich vielleicht mir nochmal versuche, so ein kleines, ich sage jetzt mal, Geschichtenvideo zu machen. So in der Art wie das Video von Krieg der Gefühle. Ich habe es, glaube ich, so um den Dreh genannt. Dass ich aber diesmal selber einen kleinen Storypart schreibe und dazu ein Bild zeichne. Weil es ist tricky. Also bei Krieg der Gefühle, wo ich halt die Geschichte von der Besitzerin des OCs gezeichnet habe, schrägstrich vorgelesen habe, war ich selber nicht so überzeugt. Aber auf der anderen Seite, man kann nur besser werden, wenn man es übt. Und eigentlich wäre es ganz fancy, sie mich so auch mal wieder mit meinen OCs mehr zu beschäftigen und sie auf der anderen Seite euch näher zu bringen und dadurch Feedback zu erhalten. Und ja, vielleicht finde ich auch Gefallen an denen. Aber dafür müsste ich erst mal eine ordentliche Story schreiben. Und dann ist halt die Frage, über wen. Ich könnte Ney nehmen, für mich als Synonym. Also klar, ich würde jetzt nicht eins zu eins die Story, die Situation machen, die ich habe, aber dass ich die Gefühlswelt ungefähr widerspiegel. Auf der anderen Seite, ich würde so etwas sehr Sensibles von mir preisgeben. Irgendwo will ich mich auch endlich mal auskotzen, aber ihr kennt das alle. Es gibt einfach diese innere Barriere, wo man sich denkt, nicht, dann wirst du angreifbar, dann bist du eine laufende Zielscheibe. Auch wenn du eigentlich weißt, dass du dich endlich mal auskotzen musst, weil du einfach mittlerweile am Punkt angekommen bist, wo es fast nicht mehr weitergeht. Das ist halt wirklich dieses mehrere Tage Down-Phase. Den einen Tag habe ich sogar wirklich auf Arbeit geheult, weil ich irgendwo nicht mehr weiter konnte, aber anscheinend hat es entweder die Kollegen nicht gejuckt oder die haben sich gedacht, okay, wir lassen die mal lieber in Ruhe. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist beides. Dann gehe ich langsam wieder hoch, dann habe ich vielleicht mal einen guten Tag, und dann kommt wieder irgendein Triggerpunkt, der wieder. Also ich hasse es. I'm sorry, dass ich euch voll kotze, Leute. Aber ich glaube, ich schmeiße jetzt mal Musik rein. Ich danke, wie gesagt, falls du das Gelaber dir bis zum Ende gegönnt hast oder allgemein reingeklickt hast. Ansonsten, wie gesagt, Twitchy. Ich bin besser in Live-Reaction, ganz ehrlich. Also, Live-Content. Ansonsten. Ihr könnt mir, wie gesagt, gerne auf Twitch folgen oder Instagram oder anderen Shit, siehe Infobox.
Oder auch sehr gern hier, aber wie gesagt, es ist, wenn ich gut bin, schaffe ich ein Video im Monat, obwohl ich so viel Zeit habe wie nie zur Zeit, aber fucking Psyche ist fuck myself. Aber wie gesagt, ich danke auf jeden Fall, falls du es dir bis zum Ende reingezogen hast. Wünsche dir noch einen wunderhübschen Tag, Abend, whatever. Ich versuche jetzt mal wieder kreativ zu sein und ansonsten liest man sich vielleicht in den Kommentaren, falls du möchtest. Oder vielleicht auf Twitchy oder wherever. Haben Sie noch einen wunderhübschen Tag. Ich lasse Sie jetzt mit der Musik alleine. Ciao. Okay, that